Guten Tag. Gelandet. Ich bin jetzt wieder in meinem Kunststudio und Post erhalten. Da wollte ich gleich zeigen. Dachte, ich spreche heute auf Deutsch, zwischendurch auch auf Russisch. Hier Post, Marachowska Art. Postkarten. Ich habe nochmal 3 Postkarten bestellt. Nicht für mich, sondern für meine Kunstsammlerin. Für eine ältere Dame und ich zeige gleich. Ich hoffe, dass es alles schön, wie das aussieht. Post kam jetzt, Postbrief aus, wo kam? Aus Lettland. Manchmal kommt aus Spanien, manchmal aus Amerika. Deswegen gucke ich. So, noch zu. Gleich öffne vor euch. Kleiner Moment. So, wie gesagt, so, das ist Express, Versand. Ich musste auch bezahlen. Eine Postkarte kostet, wie ich gesagt habe, 2,90 €. Dann plus Rabatt, wenn man 3 Postkarten kauft, hatte ich auch Rabatt bekommen. Und Versand musste ich auch 4 € bezahlen für meine Postkarten, weil das ist Express. Da steht Express. So, was klebt da? Oba, es war geklebt. Hier, Quittung steht wieder so alles beschriftet. Oh. Und dieses Mal, was mir auffällt, und das ist super, da steht sogar Namen von Postkarten. Früher war das nur halt Standardpostkarte und mehr nicht. Und jetzt steht Kunstpostkarte Nachtgarten, Gemäldepostkarte, Reproduktion Postkarte, Naturpostkarte, Gemälde gemalt von Maria Marachowska. Super. Noch Informationen stehen. Super. So, jetzt gucken wir. Wow, das sieht man schon. Hier, wie gesagt, das ist alles schön in Folie eingepackt, dass das nicht kaputt geht. Das finde ich super toll, dass die das machen. Und mache ich gleich auf. So, 3 Postkarten, das sind wie gesagt, habe ich 3 bestellt? Ja, 3. Gucken Sie bitte. Wow, das ist so hübsch, das gibt's doch nicht. Hier, gucken Sie. Das ist eine Postkarte, eingerahmt in Antikholzrahmen. Gucken Sie, wie schön das ist. Sieht man, ja? Das ist echt wow. Das ist so ein Gefühl. Naja, so ein Gefühl von einer Postkarte habe ich noch nie bekommen. Das ist so ein. Man hat das Gefühl, dass man teuren Schmuck hält. Ja, mit Gold und Diamanten. Wirklich. Das ist so, diese ganzen Konturen, wie das gemalt ist. Und dieser Rahmen, das ist Wahnsinn, ist das. Wunderschön. Und das ist ein Foto. Ich habe dieses Foto gemacht bei meiner Kunstsammlerin. Ich war bei ihr zu Hause. Sie hat das Gemälde bei mir gekauft. Das ist 80 mal 60 cm breit, groß. Und ich habe das extra in so einer goldenen Antikrahmen eingerahmt, Holzrahmen. Sehr teuer. Sie wollte das unbedingt so wie im Museum. Und das habe ich eingerahmt. Das hängt bei ihr zu Hause. 60 mal 80 cm. Und da habe ich Foto gemacht, als ich da war, und habe so eine Postkarten gemacht, genauso wie das bei ihr ist. Und jetzt bekommt sie das von mir geschenkt. Ich wollte, dass sie das auch in ihren Händen halten kann. So, das Gemälde gehört ihr und jetzt Reproduktion kann man kaufen. Wunderschön, ich bin sehr begeistert. Richtig, richtig toll. Wow. Dann. Zweites Gemälde, das Gemälde auch bei ihr zu Hause. Das ist Reproduktion von meinem Gemälde. Nachtgarten. Gucken Sie bitte, wie gestochen scharf das ist. Das Bild habe ich sogar einscannen lassen bei Extra Service vor vielen, vielen Jahren. Und da sieht man, das ist. Obwohl, ich kann sagen, das habe ich fotografiert. Und das ist, na, sieht man einen Unterschied trotzdem. Aber trotzdem alles gestochen scharf, weil ich bearbeite alle meine Fotos. Sieht man trotzdem alles hübsch. Auch wenn fotografiert hübsch oder eingescannt. Okay, das ist kontrastreicher, das Gemälde. Natürlich, das sieht so, wie gesagt. Und das ist mehr so Pastell und Impressionismus und so verschwommen. Das ist auch extra so gemalt. Und das Gemälde steht auch bei ihr zu Hause. Und da wollte ich ihr diese Postkarte schenken, Reproduktion, dass sie das Gemälde auch so halten kann. Weil sie ist schon sehr alt. 86 und kann kaum sich bewegen, kann nicht aufstehen im Rollstuhl und die Gemälde sind dort
Und dann dachte ich, ich möchte, dass sie die Gemälde dort sieht, aber dann auch so halten kann und so betrachten kann. Ja, das war so eine Idee. Und dann das Gemälde, diese Postkarte, das ist ein bisschen zu hell geworden, da muss ich noch nachbearbeiten. Obwohl das ist auch so sollte sein, ich glaube, das Gemälde war auch zu hell. Das Gemälde hat sie auch von mir gekauft. Und ich finde, das ist ein bisschen zu hell. Das kann sein, dass ich aber zu hell die Farben gemacht. Das mache ich ein bisschen dunkler, obwohl das Gemälde war auch zu hell. Das war so eine helle Türkis. Wie man sieht, meine Kunstsammlerin, sie mag Blaufarben, ne? Blau und Türkis. Ja, die beiden. Das sind zwei, sind total verschiedene Türkisfarben. Mir ist es auch hübsch. Ich glaube, das war auch so. Oder war ein bisschen dunkler. Wie gesagt, ich muss hinfahren und dann kann ich gucken, ob das genauso gleich war oder nicht. Ich glaube, das war dunkler. Und ich habe ein bisschen heller gemacht. Das trotzdem sieht schön aus. Aber sieht nicht mehr aus wie gemalt mit Acrylfarben, sondern wie Kreide, ne? Hier. Obwohl das war auch so gemalt, so mit trockenen Pinseln. Schön, ne? So. Und wie gesagt, die Postkarten sind Bombenqualität, richtig toll. Jedes Mal bin ich super begeistert. Das ist so erstens gestochen scharf gedruckt. Dann Papier ist sehr, so nicht manchmal vom Wetter oder so bekommt man so ein gewelltes Papier. Und das ist so, was in diesem Fall ist, das ist sehr gerade, sieht man, ne? So richtig gerade. Das ist super. Und hier matt. Und hier so ein leichter Glanz und fühlt sich super an. So hier ein bisschen matt und hier Glanz. Super Qualität. Richtig, richtig. Das ist Museum. Das ist keine so eine Postkarte, was man hier kauft, billig. Das ist Museumqualität. Das sieht man wirklich. Einzigste, was mir so bei diesen Postkarten, was ich wünschen würde, dass man hinten noch lesen konnte, was das für Gemälde ist. Ne? Das ist so wie bei Standardpostkarten. Aber ich kenne auch das Gefühl, dass es manchmal mal wieder so einen Brief schreiben. So Liebesbrief oder so. Und da stehen diese Striche und hier diese Marke. Und man hat nur hier Platz zu schreiben. Und das nervt hier diese. Dann weiß man nicht, entweder man schreibt so oder so oder so. Und deswegen vielleicht ist das nicht schlecht. Und ich hoffe, dass es hier dieser Strichcode, ich hoffe, dass man findet dann zu mir. Ich muss das nochmal vertiefen und nachgucken. Ich habe mein anderes Smartphone, ob man da findet. Oder man muss extra App von Printful installieren, um das zu finden. Wie gesagt, muss ich nachgucken. Aber man bekommt Quittung zu jeder Postkarte und da findet man alle Informationen und auch mein Homepage. Ja, steht hier meine Adresse. Auch man kann mich kontaktieren, wenn was ist. Sogar Telefonnummer von mir steht und so weiter. Ja, alles perfekt. Ich bin sehr begeistert. Ist echt toll. Deswegen, Leute. Bestellt in meinem Shop, in meinem Etsy-Shop, Link oben im Profil. Da steht Button Shop. Naja, Link und dann klickt man und da gibt es Shop. Und ich sage euch, das ist super. Ich bin echt begeistert. Und das kommt jetzt für meine Kunstsammlerin. So schicke ich ihr oder bringe vorbei. Mal gucken. Das ist mir richtig, richtig beeindruckt. Gut. Und jetzt verpacke ich mein anderes Gemälde. Das zeige ich dann in einem anderen Video, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich habe ein Kakadu verkauft. Ich habe ein Kakadu an meine Kunstsammlerin in Berlin verkauft. Und jetzt zweites Kakadu nach United States, nach Virginia. Aber das, wie gesagt, in einem anderen Video. Gut, bis später.